Okay, hallo Leute. Wir kommen zu einem neuen Bonusteil. Das ist die Schreckensprüfung. Hier geht es darum, die Spinnendruiden und die anderen Gegner, die es hier gibt, so schnell wie möglich auszuschalten. Wenn man es unter 1,15 schafft, dann kriegt man Platin. Die Schwierigkeit hier sind die Schreckensdruiden, die man hier sieht. Die muss man erstmal blitzen und dann hauelt die auch noch relativ viel aus. Gegen die Spinnendruiden kann man, wie gesagt, diese Machtexplosion ganz gut einsetzen. Man muss hier wirklich nur aufpassen, dass der nicht so wie jetzt greift und mit einem Werfer Zeit verloren geht. Und diese Schreckensdruiden möglichst gewitzt halten. So, ich glaube, der ist tot, jo. Jetzt nerven uns die da. Hier hilft diese Greif-Kombo ganz gut, wie man hier sieht. Die macht relativ viel Schaden. Immer bloß gewitzt halten. Jetzt könnte man die eine auf der andere drauf werfen, wie ich es jetzt hier zeige. Gut. Das ist, glaube ich, jetzt schon die letzte Welle. Viele Spinnendruiden und viele von denen. Oh, hier habe ich gerade zwei gewitzt. Das ist ganz gut. Ich würde jetzt auch mal eine Nachtexplosion. Oder auch nicht. Genau, ich kümmere mich erstmal um den hier. Das müsste es auch mit dem gewesen sein. Ich nutze ja auch gerade die falschen Schlichtschwerter, merke ich. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Die Herausforderung ist beendet. Auf Platin. Ich werde wahrscheinlich diesen Teil mit einem anderen zusammenpacken, weil es doch relativ kurz ist. Und damit verabschiede ich mich auch und sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Hallo Leute, hier jetzt nur ganz schnell diese Herausforderung. Der Trick ist es hier, so schnell wie möglich zum Ende zu kommen. Ist im Grunde ein Wettrennen. Ich habe jetzt nur 18 Sekunden Zeit, das zu moderieren, weil das die Platin-Herausforderung ist. Der Trick ist es hier, eine Mischung aus Springen, Doppelspringen und dem Machtschub zu machen, den ich jetzt gerade hier so schön demonstriere. Das Ganze war relativ pfiffig, ich habe viele Anläufe gebraucht und da sind wir auch schon am Ende. Ich werde das wahrscheinlich wieder im nächsten Part zusammenschneiden und das war's. Das war ist eine der langweiligeren Herausforderungen, die ich persönlich nicht sehr mochte, aber ich hoffe, sie interessiert euch. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao!